Die neue exotische Pistole Regulus in der Division 2, was sie kann und wie sie funktioniert, alles in diesem Video. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles, ich begrüße euch zurück in der Division 2. Gleich mal das Anmerkung wieder vorweg, ich befinde mich wieder am Testserver für TU10. Also wenn ihr dieses Video vor TU10 seht, diese Waffe ist noch nicht im Spiel. Und ich kann auch gleich voraussagen, diese Waffe droppt nur im zweiten Raid. Also die wird nicht in der Open World droppen oder bei irgendwelchen Bossen, sondern die gibt es nur im zweiten Raid. Ist also die zweite Waffe, die aus dem Raid 2 kommen wird. Schauen wir uns natürlich an, was die Waffe jetzt kann. Ich habe jetzt hier einen Gesamtschaden von 579,9k drauf, ist natürlich Gear abhängig. Ich habe jetzt hier ein Standard rotes Damage Gear angelegt. Sie hat 160 SPM und ein 6er Magazin. Gerollt ist sie auf 8 und 5%, also ich habe nicht so viel drauf, roll sie auch nicht um extra für dieses Video. Das Talent, was sie drauf hat, ist Königsmord. Kopfschuss-Skills verursachen eine Explosion im Umkreis von 5 Meter. Und bewirken bei allen getroffenen Gegnern 400% Waffenschaden und blutende Wunde. Das schauen wir uns jetzt natürlich gemeinsam an. Hierzu befinden wir uns jetzt aber am Schießstand. Hier ist es am besten zu zeigen, wie sie funktioniert. Man macht eben Kopfschussschüsse. Man sieht. Und sobald der Kill durchgeht, also beim nächsten Schuss, dann überträgt sich dieser ganze Schaden. Ja, und man hat auch blutende Wunde drauf und kann dann auch ganz normal weitermachen. Ja, also so funktioniert diese Waffe. Schauen wir uns nochmal gemeinsam an. Aber man muss eben mit Headshot den letzten killen. Also und dann funktioniert es, dass sich das Ganze überträgt. So spielt sich diese Waffe. Die Schadenszahlen seht ihr links unten. Ich kann es jetzt nochmal schauen. Ich stelle es mal auf sehr schwer. Schauen wir mal, wie hier die Schadenszahlen sind oder generell, wie sie sich auswirkt. Ist wie gesagt ein Damage-Set. Ja, und eigentlich, es funktioniert relativ gut, wie man sieht. Aber ich sage gleich dazu, ich habe es in der Open World gespielt, beziehungsweise eben in einer Mission. Und hier finde ich es relativ schwer zu spielen. Erstens muss man wirklich sehr genau spielen mit dem Headshot, mit der Pistole. Finde ich persönlich wirklich schwer. Hier geht es natürlich am Schießstand, denn hier stehen die Gegner rum. Sonst hüpfen die natürlich rum, rennen rum. Und das Zweite ist, die Gegner an sich müssen natürlich auch in einem Umkreis stehen und der ist, wenn wir ja in die Waffe hineinschauen, und zwar waren das, wenn man genau schaut, nur 5 Meter. Finde ich eben sehr schwer zu spielen, weil 5 Meter ist nicht wirklich viel, wenn man an andere Waffen denkt, wie die Pestilenz und so, oder wenn man irgendwelche Talente denkt, wo sich es bei 20 oder 25 Meter überträgt, dann finde ich das schon sehr wenig. Also 5 Meter ist nicht wirklich viel. Ja, also hier, wie gesagt, am Schießstand, wenn man sieht, hier funktioniert es natürlich, weil hier stehen die Gegner dann auch rum. Wenn es aber ein bisschen weiter weg ist, dann funktioniert es halt nicht mehr so gut. Müsste man aber dann spielen. Also man muss sich halt genauer ansehen, wie sich spielen lässt. Möchte jetzt einmal so keine Wertung abgeben, habe aber jetzt kein Gameplay davon. Denn ehrlich gesagt, ich habe es jetzt zwar gespielt, aber ich konnte das Talent nicht wirklich irgendwie sichtbar permanent zünden. Ja, also nicht wie andere Talente oder andere Sachen, wo man permanent wirklich alles zünden kann, fand ich bei der jetzt relativ schwierig. Trotzdem, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich würde mich um Kommentare, Like, Abo natürlich freuen, aber nicht vergessen, um dran zu bleiben in der Division 2 und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal.